In der Zeit der Montagsdemos, da also gab es dann immer so, also wenn du bei einer Demo bist oder wenn wir uns verlieren und du siehst deine Eltern nicht oder die Leute, mit denen du da bist, das macht auch so die Mundpropaganda, dann lauf in den Keller der Paulskirche. Die haben da eben so einen großen Keller, da bist du dann sozusagen erstmal in Sicherheit. Ich stehe heute vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Ich treffe mich heute mit Christine Wesemann. Sie arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und sie war 14, als die Mauer gefallen ist. Und deshalb treffen wir uns heute hier. Hi, hallo. Schön dich zu sehen. Hallo Theresa. Wie ist es für dich jetzt hier? Also du warst 14, als die Mauer gefallen ist. Wie hast du diese Geschehnisse damals erlebt? Ja, total intensiv. Richtig mit Gänsehaut und Tränen. Und ich kann heute auch noch keinen Bericht sehen, ohne dass ich in Tränen ausbreche und mir das emotional wirklich durch den ganzen Körper geht. Mhm. Meine Familie hat das auch sehr intensiv erlebt. Wir haben so, also ich bin in Schwerin aufgewachsen. Mhm. Das war damals so eine Bezirkshauptstadt. Hatte aber mit dem Leben, was vielleicht ein normaler Ost-Berliner hatte, nicht so viel zu tun. Mhm. Also so außerhalb Berlins war die Situation, also gerade was die Dinge, die dann auch reklamiert wurden, so Versorgung, Zugang zu Service und allen möglichen, ja, sei es ein paar Turnschuhe oder sei es einfach auch mal frisches Obst, das war einfach nicht so toll. Mhm. Aber man, also was wir immer hatten, war Westfernsehen und solche Sachen. Und wir hatten ganz viele Familienmitglieder im Westen, die uns ganz regelmäßig besucht haben. Und für mich war es ganz intensiv, weil ich von klein an einfach mitbekommen habe, da gibt es Dinge, die nicht zusammenpassen. Da gibt es eben einerseits meine Familie, ja, die versucht mich, oder meine Eltern, die versuchen mich und meinen Bruder zu anständigen Menschen zu erziehen, großzuziehen, alles für uns möglich zu machen. Dann gibt es da einen Schulbereich, in dem ganz andere Sachen gesagt werden über die Leute, die wir ganz doll lieb haben, die im Westen leben. Mhm. Also für uns als Kinder war das immer nicht so einfach. Und ich glaube, wir waren, oder ich mit 14 und mein Bruder ist 2 Jahre jünger, wir waren einfach schon politisch irgendwie ziemlich reif, ja, damals. Deswegen haben wir sehr, sehr intensiv alles miterlebt. Aber ich weiß natürlich, also so wie die meisten Menschen wissen, wo sie waren, als die Zwillingstürme attackiert wurden, so weiß ich, wo ich war an dem Tag, als die Mauer dann fiel. Oder ich, also meine Mutter stand am Prügelbrett, schaute diese Pressekonferenz mit Schabowski und mein Vater saß auch da. Wir hatten immer so einen Rhythmus, dass wir die Nachrichten einfach jeden Tag geguckt haben. Und zu der Zeit hing man ja einfach nur am Fernseher. Ja. Mein Onkel war vorher über die Prager Botschaft geflohen. Krass. Und das war ja im September. Und ich weiß nur, dass meine Mutter da stand und auf einmal das Bügeleisen anfing zu dampfen, weil sie sagte, sag mal, was hat der da jetzt gesagt? Am nächsten Tag war es ein Freitag, also viele sind schon zur Schule noch gegangen, weil man einfach ja auch nicht wusste, was passiert. Ja, was bedeutet so, das jetzt? Hm. Ähnlich wie bei den Montagsdemonstrationen, da wusste ja auch niemand, wenn ich dahin gehe, was passiert dann? Schlägt der Staat mit all seiner Grausamkeit zurück oder kommen wir doch noch mal wieder raus? Und das war in diesen Tagen ganz genauso. Also es war ja nicht so, dass die Wiedervereinigung schon da war oder überhaupt in Sichtweite. Ja, und dann, damals gab es noch Schule am Samstag. Hm. In der DDR war es einfach, gab es bis mittags Unterricht. Und der 11.11. war der Samstag. Und da gab es so eine Tradition, die Pause eher abzuklingeln. Also so um 11.11 Uhr schon irgendwie zur Pause zu klingeln. Und mein Vater hat das dann so erzählt, oder beziehungsweise ich habe mich gewundert, dass der so früh von der Schule nach Hause kam und der sagt, ja, ich habe dann die abgeklingelt und unten standen schon alle Eltern und hatten die Reisepässe für die Kinder und wollten dann einfach nur in unserem Fall nach Hamburg oder Lübeck oder Ratzeburg fahren. Mhm. Und
dann haben wir das genauso gemacht. Also meine Eltern hatten dann auch die Unterlagen besorgt und wir sind dann mit unserem kleinen grünen Trabi, den wir auch noch gar nicht so lange hatten, ein Auto hatten wir, ein Telefon nicht, erstmal nach Hamburg gefahren, wo viele unserer lieben Verwandten, Bekannten lebten, die uns auch ehrlich gesagt all die Jahre ziemlich über Wasser gehalten haben. Ja. Und das war auch einfach nochmal einmalig, da den Grenzübergang mit dem kleinen Trabi zu überqueren. Einfach so, wenn ich die Bilder von damals heute sehe, dann geht es mir auch so. Also ich kann dann einfach nicht weinen oder froh sein und einfach dankbar sein. Und also da ist dann sozusagen diese große, große Freude immer wieder da. Wow. Und zwar, also jeden einzelnen Tag, ob ich meinen Kindern das erkläre oder ob wir zu einer Gedenkstätte gehen oder an der Mauer vorbeigehen oder ob ich es Freunden zeige, die aus dem Ausland uns besuchen kommen. Sehr bewegend. Vielen Dank für die Geschichte. Gerne. Mich würde interessieren, ich bin ja Pfarrerin und arbeite in der Kirche. Hast du die Kirche damals wahrgenommen in diesem ganzen Prozess? Und wenn ja, wie hast du sie vielleicht wahrgenommen? Ja, also auf jeden Fall. In der Zeit der Montagsdemos, da also gab es dann immer so, also wenn du bei einer Demo bist oder wenn wir uns verlieren und du siehst deine Eltern nicht oder die Leute, mit denen du da bist, das macht auch so die Mundpropaganda, dann lauf in den Keller der Paulskirche. Die haben da eben so einen großen Keller, da bist du dann sozusagen erstmal in Sicherheit. Weil, was wir vorhin gesagt haben, man wusste ja nicht, was passiert. Ja. Also keiner wusste, beim nächsten Schritt, den er getan hat, wird da jetzt, kommt das Militär, kommt die Polizei, wirst du mit einem Mannschaftswagen abgeholt, weil, und es ist ja auch oft genug passiert, ne? Ja, also ist ja nicht so, dass es irgendwie friedliche Montagsdemos von dieser Seite waren oder auch andere Zusammenkünfte schon vorher. Also du hast ja auch einen Instagram-Account, den du mit betreust, der heißt Frieda aus Leipzig und du hast da, glaube ich, Aufkleber mitgebracht. Ja, genau. Kannst du vielleicht mal zeigen? Ich hol die mal her. Kamera. Genau. Und Frieda aus Leipzig stellt oftmals die Fragen, was bedeutet es heute, jung und ostdeutsch zu sein? Mhm. Und vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, was sind denn da so deine Erfahrungen? Was machen die Leute für Erfahrungen, die dort mit euch kommunizieren? Und was sind deine Erfahrungen, heute ostdeutsch zu sein? Ja, also wir sind auf das Projekt gekommen, weil wir natürlich 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr feiern. Und als Adenauer Stiftung machen wir eine ganze Menge, also machen unglaublich viel mit den Leuten vor Ort, Podiumsveranstaltungen, auch große Gedenksachen, Publikationen. Aber wir haben auch überlegt, ja, was ist denn sozusagen, was bedeutet das denn für jemanden, der nach dem Mauerfall geboren ist? Also Frieda, das ist unser Charakter, 21 aus Leipzig, stellt ein bisschen dar, also die aktuelle politische Situation, im Moment ist es ja nicht so einfach. Der Osten wird vielfach als Problem gesehen und da haben wir uns gefragt, wie lebt denn jemand, wie erlebt der diese ehemalige, also diese frühere Zweiteilung unseres Landes? Denn auch Frieda ist ja aufgewachsen in einer Familie mit Eltern, die die gleichen Erfahrungen gemacht haben, die Erfahrungen nach dem Mauerfall, vor dem Mauerfall gemacht haben. Wie wirkt sich das aus? Hat sie vielleicht auch bestimmte Unsicherheiten? Gibt es Dinge, die sie besser erklären kann als andere? Und da machen wir manchmal einen kleinen Geschichtsexkurs. Wir gucken uns aber auch an, was ist da jetzt, also sozusagen, wie kommen denn die Umfrageergebnisse zustande im Osten? Manchmal bringen wir auch Alltagsdinge ein und die Resonanz ist toll. Also die Leute machen mit, beantworten Fragen, wie seht ihr das denn? Sind ziemlich engagiert. Frieda hat auch einen Freund, Leon aus Köln, und dem erklärt sie dann manchmal so Sachen, Dinge, die vielleicht jemand, der in Westdeutschland geboren ist, über die DDR gar nicht weiß oder wie das früher war. Frieda weiß es auch nicht selbst, aber ihre Mutter hat es ihr dann erzählt oder die Oma. Ja, und wir versuchen eben, das so ein bisschen handhabbar zu machen, ohne, also politische Bildung zu machen, ohne da jetzt auf irgendeine, zu technische oder komplizierte Art das Thema aufzugreifen. Denn in der Tat, also
was wir wirklich mitbekommen, die wenigsten sagen, nee, ist kein Unterschied, Ost, West, alles das Gleiche. Ja, okay. Im Gegenteil, also die Leute aus dem Osten sagen schon noch auch, ja, ich merke das. Ich merke das an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Hast du da ein konkretes Beispiel? Meistens geht es dann so um die Erwerbsbiografien der Eltern oder auch wie man sich als Deutscher fühlt. Mhm. Schwierigkeiten, die auch da sind, werden mitunter genannt. Also es ist vieles zeigt sich auch dann zum Beispiel, wie mit der AfD umgegangen wird. So, es ist ganz gemischt, sagen wir so. Aber einheitlich, also so mit Ausnahmen, mit einigen, aber wirklich die Grundmeinung. Ja klar, also klar gibt es da einen Unterschied. Mhm. Obwohl viele sich wünschen, kommen noch nicht dazu hin, aber zu sagen, okay, ist ja auch ein Unterschied, ob du im Süden oder im Norden lebst oder so. Das ist so die Traumvorstellung. Ja. Aber so richtig, da sind wir noch nicht ganz. Mhm. Ist mein Eindruck von dem, was ich so mitbekomme. Du hast ja jetzt viel davon erzählt, von diesem Tag des Mauerfalls. Und das nehmen ja auch viele wahr, dass es damals ein riesiges Wunder war. Wenn du jetzt zurückblickst, das ist jetzt 30 Jahre her, dieses Wunder und was hat vielleicht aber auch dieses Wunder für einen wunden Punkt mit sich gebracht, den du vielleicht empfindest oder empfunden hast in diesem Zusammenhang? Ich denke, das, was da geleistet wurde von den Menschen, es spiegelt sich nicht wieder heute in Beispielen. Na klar kann man sagen, wir haben einen Bundespräsidenten Gauck gehabt, wir haben eine Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber so richtig viele andere Beispiele gibt es da nicht. Vorbilder, Leute, die sagen, hey, wie cool ist das denn? Du hast so eine tolle Transformationskompetenz, du hast so viel mitgemacht. Ich bin nach dem Abitur sofort in die USA und habe wahrscheinlich die größte Zeit meines Erwachsenenlebens im Ausland verbracht und gelernt. Ich passe mich an, ich gehe dahin, wo es notwendig ist. Ich mache mir überhaupt keinen Stress mit zum Beispiel der Kindererziehung. Ich gucke, dass meine Kinder so selbstständig wie möglich werden, damit sie für alle möglichen Situationen gewappnet sind. Mhm. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen gemacht, erledigt. Aber was da alles Tolles an Menschen, an Dingen passiert ist, also ich tue mich schwer, das zu sehen und würde ganz viel, ganz gerne das viel prominenter, nicht nur im Fernsehen oder auf YouTube zu Gesicht bekommen, sondern auch im Beruf, wenn ich nicht nur mit Verwaltung zu tun habe, sondern auch mit Kunsteinrichtungen, mit Universitäten. Und bei Frieda haben wir zum Beispiel mal eine Analyse oder haben uns mal die Zahlen angeschaut, wie ist es denn mit der Repräsentation von Ostdeutschen in hohen Ämtern? Und das sah wirklich nicht gut aus. Ja. Ne? Wie kam daraus, kein einziger Unirektor ist ein Ostdeutscher? Auch die Abteilungsleiterzahl in ostdeutschen Ministerien von Ostdeutschen sah nicht so besonders gut. Also Dinge, wo ich mir wünschen würde, Leute, ihr habt doch so viel Grund, stolz zu sein. Ihr habt ein ganzes Land allein, fast allein wieder aufgebaut mit Unterstützung und ganz viel Hilfe und auch sehr viel Geld. Aber ich meine, diejenigen, die die Ärmel hochkrempeln mussten, wart ja ihr. Und ich wünschte mir, dass das einfach nicht nur in Sonntagsreden mehr gewürdigt würde, sondern generell wir als Gesellschaft stolz auf uns wären, dass wir im Allgemeinen und im Alltag. Das passt vielleicht ganz gut zur letzten Frage. Was können wir ändern, damit sich gesellschaftlich was ändert, damit gerade dieses Gefälle vielleicht von Ost und West gar nicht mehr so transparent ist, sondern dass man auch ohne Probleme sagen kann, ich komme aus Norddeutschland. Ja, oder in meinem Fall, ich komme aus Mecklenburg oder jemand kommt aus Sachsen. Genau, Bundesland, ohne dass es automatisch sofort kategorisiert und eine Schublade gesteckt wird. Ich glaube, das ist schwierig, weil Leute, die älter sind als ich, aber ich habe das erlebt das heute noch, dass wenn ich gefragt werde, du kommst her ja aus Mecklenburg, der erste Satz immer, echt, hätte ich ja gar nicht gedacht bei dir, so, wo ich dann immer denke, what? Das ist so etwas, was aber nur in Deutschland existiert. Ja. In meinen Auslandsjahren habe ich das überhaupt nie wahrgenommen. Da war es für mich auch nicht so ein Thema, da war eher das Thema, wir haben eine Diktatur zu Fall gebracht, also unser Volk. Aber das sind so Dinge, wo ich mir denken würde, es ist doch ganz toll, es ist normal, geh da irgendwie wirklich raus mit durchgedrücktem Rücken. Ich glaube, wir brauchen da noch Zeit und es fängt bestimmt an mit richtig toller, ernst gemeinter, herzlicher Anerkennung für das, was da
geleistet wurde und geleistet wird in unserem Landstrich. Das ist doch ein großartiges Schlusswort. Herzliche Anerkennung und Herzlichkeit sind etwas, was wir aus diesem Gespräch mitnehmen können. Vielen Dank. Ich bin ganz bewegt von den vielen Geschichten und Eindrücken. Danke dir für die vielen Erlebnisse, die du jetzt mit mir und auch mit uns geteilt hast. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Gerne.